Ah, hey. Schön, dass das endlich geklappt hat mit uns. Ist ja immer ein bisschen schwierig mit dem Termin, aber endlich bist du hier. Wie war deine Anfahrt? Bist du mit dem Auto gekommen oder mit den öffentlichen? Ja, cool. Und hat auch alles geklappt? Ja, super. Sehr schön, das freut mich. Komm erstmal an. Möchtest du was trinken? Nee, hast du ja selbst was mitgebracht. Ja, gut, dann alles klar. Ich hoffe, für dich ist das okay, dass wir stehen. Wir haben in der Vergangenheit damit echt gute Erfahrungen gemacht, weil wenn man so ein bisschen, ja, sich so ein bisschen bewegen kann, ich glaube, das nimmt so ein bisschen Stress schon. Also in der Vergangenheit haben viele Leute nachher gesagt, es hat dir nicht geholfen. Ich hoffe, dir geht es genauso. Ansonsten können wir uns auch, wenn du willst, da hinsetzen. Aber ich finde das eigentlich immer ganz angenehm. Man sitzt ja auch sonst eigentlich den ganzen Tag. Von daher ist okay. Ja, sehr schön. Alles klar, also du brauchst nichts mehr zu trinken, du fühlst dich wohl, dann starten wir einfach mal. Wobei, ich habe jetzt nicht vor, dich jetzt hier auszufragen wie sonst irgendwas, sondern es soll einfach ein ganz entspanntes Gespräch werden. Also ich finde, Vorstellungsgespräch heißt auch für uns nicht, dass du dich vorstellst, also nicht nur, dass du dich vorstellst, sondern auch, dass wir uns vorstellen, weil wir sind natürlich auch ein Unternehmen, das dir gefallen soll. Du sollst ja auch gern hier arbeiten. Von daher, ja, ist das mehr eine Konversation, eine schöne Diskussion, in die wir heute treten wollen. Deswegen ganz entspannt. Wir sind ja auch, wie du merkst, schon beim Du. Auch das ist hoffentlich okay für dich, aber wir haben ja auch schon mal telefoniert und unsere Stellenanzeige war ja auch im Du geschrieben. Von daher, das ist bei uns auch einfach Unternehmenskultur bis zum Geschäftsführer nach ganz oben duzen wir uns. Ich finde, das macht viel aus. Also, wie du siehst, sind wir jetzt auch hier, was den Dresscode angeht, ja, nicht sonderlich strikt unterwegs, sondern komm eigentlich, wie du möchtest. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Das ist uns sehr wichtig hier. Also, ich erzähle dir nachher noch ein bisschen was über uns als Unternehmen, aber das sind definitiv schon mal ein paar Punkte so an Unternehmenskultur, die ich dir jetzt mit auf den Weg geben kann. Aber ich habe hier deine Bewerbung noch mal einmal ausgedruckt. Ich werde mir nebenbei auch mal ein paar Notizen machen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja, dann würde ich sagen, das kennst du wahrscheinlich schon, das ist bestimmt nicht dein erstes Vorstellungsgespräch. Ich habe zwar dein Lebenslauf hier und deine Bewerbung, dein Anschreiben, aber bitte fass das doch noch mal einmal fix zusammen. Erzähl uns ein bisschen das, wo du herkommst, was du vorher gemacht hast, warum du hier bist, warum du genau zu uns willst. Also so ein paar grundlegende Dinge einfach nochmal zu deinem Lebenslauf. Und während du das machst, zücke ich einmal meinen Stift. Und noch ein paar Notizen. Also bitte, jetzt ist es was bei dich. Entschuldigung, dass ich da kurz einhake. Wo genau hast du studiert? Cool, da habe ich auch studiert. Ich meine, zwei sehr unterschiedliche Richtungen, aber ich war auch an der Uni. Das ist ja witzig. Und dein letzter Arbeitgeber war wo? Und was hast du da genau gemacht? Ja, spannend, cool. Also sowas machen wir jetzt hier nicht, aber wenn du da gerne deine Expertise mit reinbringen möchtest, dann sind wir da sehr offen. Also generell, wir haben zwar eine Stelle ausgeschrieben, klar, aber wenn sich die so ein bisschen nach links und rechts verschiebt und du noch andere Dinge hier mit reinbringst, über die wir vielleicht vorher noch gar nicht nachgedacht haben, immer her damit. Wir freuen uns über jeden Input. Ja, cool. Da hast du doch schon einiges erzählt. Vieles
kannte ich natürlich schon aus deinem Lebenslauf, aber es war nochmal schön, das ein bisschen anders formuliert zu hören. Und da waren ja jetzt auch noch ein paar Sachen dabei, die kannte ich noch nicht. Also wirklich spannend. Ja, willst du dazu noch was ergänzen oder soll ich erstmal ein bisschen was über uns erzählen, über deine Aufgaben, über das Team, über unser Unternehmen? Ja, okay, cool. Nee, dann mache ich mal weiter gerne. Wie gesagt, wir möchten uns ja auch vorstellen und wir möchten auch dir gefallen. Nicht nur du sollst uns gefallen, aber ja, wir sollen dir natürlich auch gefallen. Also, hier bei uns wirst du in einem relativ kleinen Team arbeiten. Also mit dir wären es dann am Ende 4 Leute. Aber da, wo du arbeitest, da werden natürlich auch viele Schnittstellen zu anderen, zu anderen Zweigen, zu anderen Geschäftsbereichen sein. Du kennst ja deinen Job wahrscheinlich besser als die meisten oder als ich wahrscheinlich sogar als Personaler. Von daher weißt du ja, dass man viel mit anderen auch zu tun haben muss. Es ist so, ihr seid 4 Leute im Team, allerdings gibt es da jetzt keinen, ich sag mal, keinen Abteilungsleiter oder keinen Chef, sondern ihr seid alle gleichgestellt, also sehr flache Hierarchien durchs ganze Unternehmen, aber auch bei euch im Team. Also es gibt wirklich keinen Chef, sondern ihr seid alle auf einer Stufe. Also auch das hat sehr gut funktioniert in der Vergangenheit. Dementsprechend denke ich, dass du da, glaube ich, auch ganz gut reinfindest. Du hast ja auch gerade schon ein bisschen erzählt, dass du sowas in der Art auch schon mal erlebt hast. Von daher ist das, glaube ich, gar kein Problem. Gut, deine Aufgaben, da haben wir ja letztens auch schon mal drüber telefoniert und wir haben ja auch eine relativ detaillierte Stellenanzeige geschrieben. Da brauche ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen. Du hast ja gerade selbst auch schon ein bisschen gesagt, was du davon schon gemacht hast und was nicht. Ich denke, da kann ich auf jeden Fall noch was über uns als Unternehmen erzählen. Über die Kultur habe ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen angerissen. Wie gesagt, wir sind sehr offen, es ist ein sehr flaches Unternehmen oder flache Hierarchien. Wir sind jetzt kein Startup mehr, uns gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre, aber trotzdem ist das doch alles schon ein bisschen entspannter. Also du bist ja, du hast gerade im Warteraum gesessen, oder? Ja, genau, dann wirst du unseren Kickertisch ja schon gesehen haben. Ist, glaube ich, ein bisschen klischee-mäßig eigentlich so, ein hippes, junges Unternehmen hat einen Kickertisch, aber Kicker macht Spaß, von daher haben wir den dahingestellt. Finden dann ab und an noch mal ein paar Turniere statt. Das ist dann auch mal ganz schön, während der Arbeitszeit mal was anderes zu machen. Nur so unter uns. Generell zur Arbeitszeit wolltest du bestimmt nachher auch noch mal fragen. Ist es so, wir haben zwar eine Stundenanzahl von 40 Stunden die Woche, aber die kannst du dir wirklich sehr, sehr frei einteilen. Also wir haben Zeiterfassung, wir haben Puffer nach oben und nach unten, dass du sagen kannst, auch diese Woche habe ich nicht viel zu tun oder ich habe andere Dinge. Dann kommst du einfach mal nur 30 Stunden die Woche und wenn da mal mehr zu tun ist, dann kommst du halt ein bisschen länger. Also das muss ich im längeren Zeitraum, muss ich das natürlich irgendwie ausgleichen, aber wir sind da überhaupt nicht strikt. Wir haben auch keine Kernarbeitszeit oder irgendwas. Also ist natürlich schön, wenn du da bist, wenn die meisten anderen da sind. Aber wenn du mal, ich sag mal, wenn du mal erst um 12 kommst, weil, keine Ahnung, der Super Bowl letzte Nacht war, aber gut, dann bleibt man vielleicht komplett zu Hause, dann kommst du halt erst um 12 und gehst vielleicht um 4 wieder oder machst bis 8, ist auch völlig in Ordnung, also da sind wir völlig offen, kannst auch viel von zu Hause arbeiten, also jetzt während oder nach der Krise, da sind ja auch viele Unternehmen dabei, die sagen, wir arbeiten jetzt nur von zu Hause aus, das ist jetzt bei uns nicht der Fall, weil auch bei dir im Job, da muss man ja auch mal mit vielen Leuten kommunizieren. Das geht zwar über Telefon und Zoom etc., aber ist, glaube ich, auch schön, wenn man da ist. Aber wenn du mal sagst, ich habe hier was zu tun, das mache ich von zu Hause aus, dann wird dir da keiner einen Strich durch die Rechnung machen und dann bleibst du einfach zu Hause. Wir haben ja auch alle technischen Möglichkeiten dafür, haben wir jetzt während der Krise noch ein bisschen aufgestockt, aber auch davor waren wir ja schon relativ gut ausgestattet. Dementsprechend denke ich, in der Position, wo du bist, du das mal machen kannst. Hast ja gesagt, bei deinem letzten Job hast du sowas auch schon mal gemacht. Dementsprechend, wenn du da Lust drauf hast, dann können wir das bestimmt arrangieren.
Was gibt es sonst über uns zu erzählen? Hast du vielleicht eine Frage direkt? Nein, erstmal nicht. Wir kommen ja nachher auch nochmal zu Fragen. Wir haben regelmäßig Team-Events, also sowohl im kleinen Team. Ich meine, ihr seid ja ein relativ kleines Team. Da macht man jetzt vielleicht keine riesigen Events, aber als ganzes Unternehmen haben wir regelmäßig, wir haben natürlich eine Weihnachtsfeier und immer mal wieder Workshops etc., um auch zusammenzuwachsen und zu wachsen insgesamt als Unternehmen. Das ist uns sehr wichtig. Genau, das wären jetzt so die Dinge, wo ich sagen würde, das könnte dich interessieren. Hast du sonst jetzt zu, ich sag mal, zum Unternehmen noch eine Frage? Okay, nö, das ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, zu den allgemeinen Fragen kommen wir nachher nochmal. Ich habe jetzt allerdings noch ein paar Fragen zu deiner Person und zu deinen Aufgaben oder zu deiner Expertise, die du mir gerne mal anfragen kannst und solltest am besten. Warum genau sollten wir dich denn einstellen? Das ist auch so eine Klischeefrage, aber ich bin ehrlich, wir hatten schon den einen oder anderen Bewerber, aber warum bist du der Meinung, dass wir dich einstellen sollten? Okay. Okay. Na cool. Okay. Unter uns, das war eine der besseren Antworten, die wir bis jetzt gehört haben. Also, ich habe ein gutes Gefühl. Genau. Du hast jetzt in dem Bereich, in dem wir die Stelle suchen, jetzt noch nicht direkt gearbeitet, hast du erzählt. Aber warum glaubst du trotzdem, dass du die Aufgaben, die wir dir stellen, mit bestem Wissen und Gewissen und am besten auch mit erfolgreichen Ergebnissen bearbeiten kannst? Okay. Okay, cool. Dann hätten wir, glaube ich, jetzt von uns aus noch eine abschließende Frage. Und zwar geht es da so ums Thema Selbstorganisation. Sagen wir mal, du hast einen stressigen Tag oder ein wichtiges Projekt. Wie gehst du daran von Anfang bis Ende? Und ja, genau, wie packst du das an, dass du, auch wenn es mal ein bisschen stressiger wird, wenn es mal ein bisschen mehr wird, wenn vielleicht auch mal Überstunden an. Fallen, das kommt vor, das kann ich nicht ausschließen. Wie gehst du das an, wenn es, ich sag mal, erstmal ein bisschen zu viel ist? Cool. Coole Strategie, das habe ich auch noch nicht gehört. Klar. Gut. Vielen Dank auf jeden Fall. Jetzt bewegen wir uns ja schon aufs Ende des Vorstellungsgesprächs zu. Jetzt ist der Part, wo du nochmal eine Frage stellen kannst. Oder gerne zwei, gerne drei. Also hast du noch Fragen oder Rückfragen zu irgendwas, wo wir heute schon drüber gequatscht haben? Ja, wie gesagt, wir sind ja, also dein Team ist ja ein sehr kleines Team und flache Hierarchien, da wird es dann regelmäßig Team-Meetings geben, also bei euch vier dann, wobei es überlegt wird, das Team auch noch größer zu machen. Da sind aktuell viele offene Punkte und offene Projekte. Vielleicht wird das Team noch größer. Da habt ihr regelmäßige Besprechungen, aber es gibt auch alle 3 Monate ganze Versammlungen vom ganzen Unternehmen, wo dann größere Dinge eben besprochen werden und eben auch wirklich besprochen und nicht von oben herab gesagt,
Ja, so ist es jetzt, sondern da gehen wir auch in den Diskurs mit unseren Mitarbeitern. Das ist uns sehr wichtig. Dementsprechend gibt es auch viel Mitspracherecht. Ich habe das Gefühl, das ist dir auch relativ wichtig. Ja. Warte, ich muss einmal kurz. Ja, genau. Hast du noch eine Frage? Genau, also wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchtest, so wie heute, dann bezuschussen wir das natürlich. Also wir kriegst dann von uns ein Jobticket gestellt. Das ist auf jeden Fall der Fall. Wenn du doch mit dem Auto anreisen möchtest, du weißt ja noch nicht ganz genau, dann haben wir hier den großen Parkplatz vor der Tür. Hast du wahrscheinlich gesehen, ist jetzt nicht zu übersehen. Da kannst du dann auch kostenlos stehen, aber das wäre gar kein Problem. Okay. Alles klar. Hast du noch eine Frage? Ich wusste, dass die Frage kommt. Über Konditionen, über Gehalt, Urlaubstage kann ich dir sagen. Da haben wir 30 Urlaubstage ganz normal. Das kann ich dir verraten. Über Konditionen und Gehalt würden wir in einem zweiten Gespräch mit dir reden. Das ist heute, wie gesagt, nur so ein bisschen kennenlernen, vorstellen. Und über so Formalia würden wir dann nochmal nach einem weiteren Telefonat würden wir dann nochmal uns treffen und ja, dann darüber quatschen. Ich glaube, da können wir jetzt auch nochmal eine Woche oder zwei warten. Okay, war das deine letzte Frage? Ist ja oft ja, die letzte, wenn auch die wichtigste Frage. Aber wie gesagt, ich kann dir versprechen, wir bezahlen unsere Mitarbeiter definitiv überdurchschnittlich. Also ich glaube, da kommen wir ziemlich gut zusammen. Okay, alles klar. Also, wenn du keine Fragen mehr hast, ich schaue noch mal einmal auf meinen Zettel. Hey, also du hast mir alles beantwortet. Ja, wie geht's weiter? Das ist jetzt wahrscheinlich noch das, was oben drüber steht. Wir werden uns im Laufe dieser Woche werden wir uns entscheiden, wen wir zu einer zweiten Runde einladen. Da werden dann wahrscheinlich nochmal zwei Kandidaten eingeladen werden. Und auch das unter uns. Du bist jetzt die letzte Bewerberin. Dementsprechend glaube ich, dass wir da zusammenkommen. Also wir haben alle anderen heute schon abgefrühstückt. Und wir müssen uns natürlich gleich noch ein bisschen beraten, aber ich kann mir da gut vorstellen, dass wir da nochmal zusammenkommen. Hat mir echt viel Spaß gemacht. War mir auch sehr sympathisch und war ein schönes Gespräch. Und ja, ich würde dich da auch mal herausbegleiten. Und ja, dann hören wir hoffentlich ganz, ganz bald voneinander. Bis dann.